Herr Präsident, meine lieben Damen und Herren, kein Wort bei der Einführung des Antrags durch die AfD zu Versorgungsstrukturen, kein Wort über die Patientinnen und Patienten. Das lässt allerdings tief blicken, was für ein Verständnis von Gesundheitspolitik Sie haben. Die FDP hat über Versorgung gesprochen, aber auch das stimmt nicht, was Sie sagen. Das ist eine Mogelpackung. Die Entbudgetierung der Ärztehonorare bringt für die Versorgung rein gar nichts. Sie wissen, dass mir die ärztliche Sicht aus über 12 Jahren kassenärztlicher Tätigkeit durchaus bekannt ist. Unsere Aufgabe hier im politischen Raum ist es aber doch, aus Sicht der Patientinnen und Patienten für eine gute Versorgung zu streiten. Das haben Sie nicht gemacht, Kollegin, weil wo liegen denn die Versorgungsprobleme? Und dann gucken wir uns mal an, ob die Entbudgetierung da irgendwas bringen würde im ländlichen Raum. Es gibt ganze Landstriche, wo Hausärzte keine Nachfolge mehr finden, bis über 70 arbeiten, weil sie ihre Patientinnen und Patienten nicht im Stich lassen wollen. Dort gilt die Budgetierung ja schon nicht mehr im ländlichen Raum. Da würde das also gar nichts bringen. In den Städten, das kenne nicht nur ich aus Bremen, sondern wahrscheinlich viele von Ihnen aus Ihren Städten, ist die Praxisversorgung auch sehr ungleich verteilt. In reicheren Stadtteilen kriegt man leichter einen Termin beim Arzt, bei der Ärztin, in ärmeren Stadtteilen weniger leicht. Gerade aber eine Hausärztin oder ein Hausarzt müssen doch für alle überall und schnell erreichbar sein. Die Entbudgetierung würde im Zweifel dieses Problem sogar noch verstärken. Das kann doch nicht ehrlich Ihr Ziel sein. Drittes Beispiel. Wird eine Patientin aus dem Krankenhaus entlassen, ist es sehr schwierig, häufig, viel zu oft schwierig, einen Anschlusstermin zu bekommen. Diese Sektorbrüche zwischen stationär, ambulant, ambulant, stationär, die müssen wir in der Versorgung angehen. Und auch da gibt die Entbudgetierung keinerlei Antwort, sehr geehrte Damen und Herren. Im Gegenteil. Die gesetzliche Krankenversicherung muss in der Lage sein, eine gute medizinische Versorgung zu sichern und zu steuern. Ihre Vorschläge würden 2,5 Milliarden Euro kosten, jährlich. Tendenz steigend. Bezahlen würden das alle gesetzlich Versicherten der Solidargemeinschaft, ohne davon etwas zu haben. Das ist sozial ungerecht. Die Überversorgung würde tendenziell zunehmen, und darauf hat der Kollege Kessler ja zu Recht hingewiesen. Überversorgung ist nicht nur teuer, sie schadet auch den Patientinnen und Patienten. Für unterversorgte Gebiete, sagte ich bereits, ist die Budgetierung ja schon aufgehoben. Also, Ihre Vorschläge von AfD und FDP wären ein Geldgeschenk für ganz bestimmte Facharztgruppen. Die Hausärztinnen würden davon im Übrigen fast gar nicht profitieren. Die meisten Ärztinnen, die ich übrigens kenne, Ärztinnen und Ärzte, sind sehr viel mehr an guten Versorgungsstrukturen für ihre Patientinnen und Patienten interessiert. Frau Kollegin Dr. Grüne. Kappert Gonter, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Aschenberg-Duckmann. Ja, gerne. Vielen Dank, Frau Kollegin, für die Zulassung der Frage. Wissen Sie, ich ärgere mich immer sehr, wenn von Geldgeschenken an die Ärzte gesprochen wird. Also ein Geschenk ist vom Wortsinn her eine Übertragung ohne Gegenleistung. Das, was wir mit der Entbudgetierung erreichen wollen, ist ja gerade genau das Gegenteil, dass erbrachte Leistungen vergütet werden. Deswegen finde ich es eigentlich schon fast eine Unverschämtheit, wenn Sie von Geldgeschenken reden. Denn es geht darum, dass die erbrachten Leistungen auch zu 100% vergütet werden. Deswegen bitte ich Sie doch, darüber noch mal nachzudenken oder allen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zu erklären, warum Sie eine Vergütung zu 100% als Geschenk bezeichnen. Vielen Dank. Also es geht hier, Kollegin Aschenberg-Duknus, es geht um die Frage, wie funktioniert Steuerung im Gesundheitswesen und will man Steuerung oder will man keine? Sie möchten keine Steuerung, wir sagen, wir möchten Steuerung und zwar angemessene, damit wir Überversorgung abbauen, Fehlversorgung reduzieren und Unterversorgung ebenfalls abbauen, also Unterversorgung sozusagen die Versorgung verbessern. Und das tut man nicht, wenn man ganz gezielt Facharztgruppen
zusätzliche Gelder durch die Entbudgetierung übertragen würde und insbesondere bei der Primärversorgung nichts ankommen würde oder fast gar nichts. Und das macht gesundheitspolitisch keinen Sinn. Und glauben Sie denn tatsächlich, dass eine gute Gesundheitsversorgung allein von Ärztinnen und Ärzten abhängt? Das ist nicht so. Das ist Retromedizin. Dass die AfD da eine tiefe Neigung zu rückwärtsgewandten Gesellschaftsbildern hat, das ist ja nun eingewebt bei Ihnen. Aber Sie, Kolleginnen und Kollegen von der FDP, Sie sind doch eigentlich zum Fortschritt begabt. Sie könnten doch da auch mal weiterkommen und nicht einzig und allein Klientelpolitik machen. In einem modernen, an den Bedürfnissen der Menschen orientierten Gesundheitswesen arbeiten doch alle Berufsgruppen teamübergreifend Hand in Hand, auf Augenhöhe zum Wohl der Patientinnen und Patienten. Ärztinnen, Pflegekräfte, dafür brauchen wir Geld. Physiologen, Ergotherapeuten, Psychologen, Hebammen, da zusätzlich zu investieren, das macht Sinn. Da braucht es Butter bei die Fische. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt spricht zu uns der Kollege Stefan Pilsinger, CDU-CSU-Fraktion.